Noch jemand hier, mit dem wir schnacken können? Moira kennen wir ja schon. Pablo, hey Pablo, kenne ich dich schon? Greetings. Ihr habt das Schiff ganz alleine gerettet, eine wahre Meisterleistung. Wenn ich nur magische Fähigkeiten hätte, dann wäre ich euch sicherlich zur Hand gegangen. Was ist mit dem brennenden Schiff? Ich dachte schon, das Stündchen des alten Mädchens hätte geschlagen, als der Ork-Schamane seinen feurigen Blick auf ihre Segel geworfen hatte. Glücklicherweise habt ihr sie vor dem sicheren Untergang bewahrt. Das grenzt ja fast an ein Wunder. Du erzählst die gleichen Sachen, die ich schon gehört habe. Richtig? Richtig. Hast du ein Gerücht gehört? Das kann niemand wirklich erklären. An einem Tag geht das Leben seinen gewohnten Gang, am nächsten bedrohen uns in jeder Ecke leere Augenhöhlen. Bürgermeister Cecil bekommt graue Haare bei dem Versuch, das Rätsel zu lösen. Hast du was zu handeln? Du hast eine Tomate, alte Stoffschuhe und Gold. Also nicht so richtig viel. Wir sehen uns. Bye. Gut, das Lagerhaus haben wir uns dann auch angesehen. Jeder Arbeiter. Greetings. Lass mich raten, dieselben Dinge. Gerüchte? Vermutlich sind einige Legionswachen ausgeschwärmt, um den spuckenden Leuchtturm im Westen zu untersuchen. Der spuckt die Leute an. Unverschämt. Ich wette aber, sie kauern wie die Hasen davor. Bye. Stört dich nicht, wenn ich deinen Fischhaufen räubere, oder? Hering. Plenty of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot in my racks. So sieht das wohl aus. Ach, guck mal, hier ist ein Wegweiser. Norden, Sicil, Westen, Strand, Süden, Hafen. I should have done this from the very start. Wieder, Legionäre. Greetings. Halt, diese Tore sollen ständig geschlossen bleiben. Befehl des Hauptmanns. Moment mal. Da werd ich doch zum Onkel eines roten Imps, der Quellenjäger. Entschuldigt die schroffe Behandlung. Ich habe euch nicht gleich erkannt. Bitte sagt mir, wie ich bei der Untersuchung helfen kann. Zivilisten dürfen sich also nicht außerhalb dieses Tores aufhalten? Seit dem Überraschungsangriff der Orks vor 2 Wochen wird hier großer Wert auf Sicherheit gelegt. Sie haben genügend Schaden angerichtet, um Arhu und Hauptmann Aureus in Alarmbereitschaft zu versetzen. Wir können nur hoffen, dass wir den Untoten und den Überraschungsangriffen der Orks so lange standhalten können, bis Verstärkung eintrifft. Öffnet das Tor bitte. Natürlich, aber leider können wir euch für die Expedition nicht unsere Schwerter leihen. Bye. Also, die machen für mich auf, aber sie kommen nicht mit. Marius! Hast du noch was zu erzählen, Marius? Der Ork hätte Ninius Herz regelrecht gebrochen. Vielen Dank, dass ihr die Sache erledigt habt. Erzählt mir noch von euch. Quellenjäger, ich bin ein Legionär und helfe gerne, soweit ich kann. Erzähl mir was über Sicil. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass dieser Ort verflucht ist. Zuerst die Untoten, die täglich immer bösartiger werden, dann die Orks, die nicht zu verstehen scheinen, wann ein Krieg verloren ist. Was wisst ihr eigentlich über diese Untotenklage? Erwähnt diese verfaulten Kadaver nicht einmal mir gegenüber. Sie sind der Grund, weshalb wir seit nahezu 2 verdammten Jahren in dieser Sackgasse von Stadt festsitzen. Am Anfang alles lustig und spielerisch, doch dann verliert man ein paar Freunde im Kampf gegen den Feind. Man gewöhnt sich an die lausigen Rationen und geht dem Trinken und Würfelspiel nach, um sich abzulenken. Und dann stellt man bald fest, dass von hunderten Kohorten auf der ganzen Welt deine den kürzeren gezogen hat. Könnt ihr mir mehr über die Angriffe auf den Hafen erzählen? Diese verdammten Bestien haben den Hafen beinahe erobert. Wenn Arhu nicht eingegriffen hätte, dann hätten sie uns vollkommen überrannt. Erzählt mir etwas über die Legion. Wisst ihr, was mir am meisten an der Legion gefällt? Sobald man den Eid geleistet hat, sind wir alle gleich. Man kann 2 Legionäre sehen, die Wache stehen. Einer von ihnen wurde in einem Schweinestall geboren, der andere im Bett einer Herzogin und es interessiert wirklich niemanden. Das ist doch schön, der Gleichmacher. Könnt ihr mir etwas über die Orks erzählen? Sie greifen jetzt Sicil an, größtenteils. Ich kann nicht verstehen, warum sie sich überhaupt... mit diesem Ort abgeben sollten. Keine natürlichen Ressourcen, über die es sich zu reden lohnt, mit Ausnahme jener, die von kranken Zombiefüßen zertreten werden. Bye. Na, dann bin ich mal weg und werfe meinen Blick hinaus. Eigentlich müsste ich mir die Stadt zu Ende angucken, aber ich will mal ganz kurz raus. Natürlich macht er die Tür hinter mir zu. Ich räume mal hier die toten Orks aus, soweit das geht. Feine Kettenrüstung. Gib her.
guck mir nur mal das Schlachtfeld an und dann gehe ich wieder rein und ich will ja die Stadt zu Ende erkunden, bevor ich rausgehe eigentlich. But what about the orcs? Either they've taken to the sea or set up an encampment in those caves. Keep your weapon at the ready. Okay. Waffeln bereithalten. Ich will mal kurz gucken, die Rüstung, die ich gerade gefunden habe. Rüstungswert 23 versus Rüstungswert 7. Ja, nehme ich doch die. Und die kann ich dann eigentlich an Rittersport senden. Und sie kann die anziehen. Die, genau. Ach so, erfordert aber 6 Stärke, die sie nicht hat. Na dann nicht. So, nee, ich gehe jetzt. Guck mal, da liegt noch so ein Orkschild. Ich gehe jetzt echt erstmal rein in die Stadt und erkunde die zu Ende, bevor ich hier draußen auf dem Schlachtfeld rumtolle. Das erscheint mir sinnvoller. I can't even smell the sea air over this rot. Dann schmeiß deine gammeligen Fische doch weg, wenn die so stinken. Oh, da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Da ist eine Falltür. Wie komme ich da hin? Nicht erreichbar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich das andere Ende der Falltür finden, um dahin zu gelangen, vermute ich. Ja, dann suche ich mal irgendwo nach einer Falltür. Hey da, Legionäre. Greetings. Ihr erzählt denselben Kram wie alle anderen, richtig? Mann, diese Stadt ist aber eigentlich richtig schön. Wo alles so schön gemauert. Hier ist ein Springbrunnen sogar. Da springt der Brunnen. Westen, Westtor, Leichenhaus. Osten, das heißt die Stadtzentrum, Kaserne. Süden, Hafen. Und von Süden kommen wir. Was haben wir denn hier? Krämerladen, bis auf weiteres geschlossen. Ach, wieso denn? Da ist zu. Soll ich da jetzt einbrechen oder so? Ist wahrscheinlich nicht so super. Was haben wir denn hier oben? Ein Fass. Da mache ich mal ein Fass auf. Oh, Freude mit Flüssigkeiten, Band 5. Und wer's schmilzt, Band 7. Und was ist das? Ein Amboss? So, ich muss einmal hier... Wer's schmilzt? Band 7. Wer's schmilzt? Wusstet ihr, dass der Schuhmacher, Herr Schuster, die Götter seien seiner Seele gnädig, früher einmal ein Schwertschmied war? Natürlich wisst ihr das. Er hat ja seinen Amboss immer noch benutzt, um Schuhe herzustellen. Also Stiefel und Metallbeinschienen natürlich. Trotzdem, das ist, als würde man Brot mit einer Axt schneiden. Hm. Freude mit Flüssigkeiten. Ich bin kein Trinker. Alkohol macht den engagierten Krieger langsam und tollpatschig, während ein guter Kräutertee lediglich die besten Eigenschaften steigert. Jungfernblüte erzeugt einen weichen Aufguss, der das Beste in seinem Trinker hervorbringt. Verstehe, verstehe. Wasserfass, Eimer, Schleifsteinrad. A whetstone wheel. Now, what do I have that needs sharpening? Da kann ich was schärfen. Kann ich einfach... Guten Bogen muss man jetzt nicht schärfen, aber... Wie ist denn mit dem Schwert? Kann ich mit dem Schwert da drauf rumschärfen? Nicht genügend schmieden. Ach so, dazu muss ich erstmal eine Schmiedefähigkeit haben. Das ergibt Sinn. Da ist noch ein Hammer. Und auf dem Amboss... Have I got anything that needs a good firing? Kann ich da, das ist jetzt vielleicht komisch, aber kann ich im Schmiedefeuer zum Beispiel einen Kaulbarsch garen? Oh, jetzt hat er den gefressen, oder was? Ja, das bringt plus 1 Intelligenz und minus 1 Schnelligkeit. Ich weiß nicht warum, ich wollte den aber eigentlich... Fahrt blockiert. Ich wollte den eigentlich da drauf garen, wenn das geht. Aber es geht anscheinend nicht. Ich schätze, dafür braucht man einen richtigen Ofen oder so. Ach, guck mal, hier ist noch ein Tor. Ein Lagerfeuer. Warm. Lass das Lagerfeuer an. Kann ich einen Fisch braten? Auf dem Lagerfeuer.
Brutzel, Brutzel. Ach, der braucht anscheinend einen Moment. Dann lass ihn mal dann eine Runde brutzeln. Beyond these walls, the dead roam free, Hunter. Be vigilant. Okay. Wenn die Toten da frei drehen, dann Festtor. Da ist ein bisschen Gold drin und da nicht. Wie lange braucht dieser rote Schnapper, bis der gar ist, frage ich mich. Vergiftete Pfeilspitze, gib her. Euch ist warm. Weil ihr am Feuer steht. Habe ich den roten Schnapper wieder eingesammelt, aber der ist... Muss der länger drauf sein, um zu garen, frage ich mich. Was sind da halt nochmal drauf? Und sprech mal den Millionär da an. Was ist das für eine Vorrichtung, die ihr da habt? Aruhus Erfindung, die Stasis-Kanone. Ganz interessant, nicht wahr? Der Strahl kann einen Zombie oder ein Skelett innerhalb von Sekunden zu Asche versengen. Klingt geil. Dieser Tage losen wir Legionäre aus, wer die Vorrichtung bedienen darf. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nämlich wesentlich einfacher, diese fleischfressenden Monstrositäten aus der Distanz zu vernichten, als ihnen im Nahkampf den Garaus zu machen. Aber fragt mich nicht, wie die Kanone funktioniert. Ich sorge dafür, dass sie ihre Ziele trifft. Bye. Diese Kanone da oben, meinst du? Komme ich natürlich nicht ran. Und dieser Fisch brutzelt vor sich hin. Lass den einfach mal noch eine Runde brutzeln. Und guck mal hier um die Ecke. Was haben wir da? Bestatter, Leichenschauhaus. Und eine Heugabel. Ach, ich finde das schön, was man hier alles findet. Und noch ein Heiltrank. Und ein Kaputttrank. Während ich hier rumlunger, verbrennt wahrscheinlich mein Fisch, wa? Soll ich mal beim Bestatter reinschneiden? Hallo? Klauen darf ich hier nicht. Einbrechen darf ich hier auch nicht. Leiche. Leiche, die sehen aber relativ normal aus. Hallo, Herr Bestatter? Ist hier jemand? Hallo? Greetings. Oh, does the ground turn to glue when you've been naughty around here? Was? Was ist los? Hallo? Hallo? Oh! Hey, ihr glaubt, ihr könnt machen, was ihr wollt und euch dann ungehindert davon machen? Na, da habt ihr Pech. Ich bin ein überzeugter Anhänger der Schnelljustiz. Nein, halt, warte. Ich will doch... Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will nicht mit dir kämpfen. Es tut mir leid. Es tut mir ehrlich leid, das wollte ich nicht. Naja, jetzt ist er hinüber. Das wollte ich echt nicht. Das war keine Absicht. Jetzt ist er hinüber. Hoffentlich kriege ich dafür keinen Stress. Mann, hier liegt jede Menge Zeug rum. Aber ich wollte den echt nicht umbringen. Ich schwör's. Ich dachte, ich laufe hier einfach rum. Ich habe gar nicht gesehen, dass der da stand. Und dachte, ich gehe hier einfach mal ein bisschen in sein Haus oder so. Guck mich ein bisschen um. Leere Schriftrollen. Aber nee, da will der gleich Streit haben. Naja, den hat er gekriegt. Ihr habt eine Identifizierungslupe gefunden. Wenn eure Lehrmeisterfähigkeit gut genug ist, könnt ihr damit Gegenstände infizieren. Cool. Ein Glas Wasser und noch ein Apfel. Ein scharfes Faustmesser. Eine Leinwand. Achso, die kann man dann woanders hinstellen. Ja, super. Nicht identifizierter Holzschild und nicht identifiziertes Bastardschwert. Da kann ich ja gleich was mit meiner Lupe identifizieren, so ich denn die nötige Fähigkeit dazu habe. Trophäe. Nicht identifiziertes altes Kupferamulett. Es tut mir immer noch sehr leid, dass ich den Mann umgebracht habe, aber es ist interessant, was alles in seiner Bude zu finden ist. Muss ich sagen.
Wollen wir was identifizieren, sofern das funktioniert? Ah, das geht nicht, weil die nötige Fähigkeit fehlt. Richtig? Richtig. Nein, es geht. Guck mal. Objekt identifiziert. Holzschild. Brocken. 14%. So, der geht rüber an Anselm. Dann das Bastardschwert. Das geht natürlich auch rüber an Anselm. Und das... Was? Was ist... Wie? Wo? Wo ist denn jetzt die Lupe? Bin ich blöd? Wo ist die Lupe? Kann man mit der Lupe nur drei Sachen identifizieren? Beziehungsweise zwei und dann ist Schluss, oder wie? Das ist ja, Ach nee, die habe ich aus Versehen rübergeschickt. Haha. Das war ja doof von mir. Nochmal. Benutzen das Amulett. Das Alumett. Intelligenz plus 1. Ja, was soll's. Das wird mal ausgerüstet. Sie hat ja noch nichts anderes. So, und hier der Schild. Ja, der ist mal wesentlich besser. Flupp. Und dieses Schwert. Ach so. Ich brauche mehr Aktionspunkte, um ihn anzugreifen, weil es einen Stufenunterschied gibt. 15%ige Wahrscheinlichkeit, den Statuseffekt verstummt zu verursachen und 15%ige Wahrscheinlichkeit, den Statuseffekt erkrankt zu verursachen. Aber ich mache damit auch wesentlich mehr Schaden. Deshalb nehme ich das jetzt einfach mal. Auf den Stufenunterschied pfeifig. So. Und noch eine leere Fiole. Das Leichenhandbuch. Das klingt auch sehr lecker. Hoffentlich stellt jetzt niemand unangenehme Fragen, was denn mit dem Leichenbestatter passiert ist, während ich in seinem Haus war. Der ist von alleine gestorben. Oberts Handbuch. Riesennägel. Und noch eine Leiche. Die hat nichts dabei. Schade. Oh, eine Frisur. Und die Frisur ist eine Zutat. So, dann gehen wir wieder raus. Es ist nichts passiert. Und ich guck mal, was mein roter Schnapper macht. Der ist immer noch nicht gegart. Vielleicht kann man den roten Schnapper auch gar nicht. Vielleicht muss man den roh fressen. Ich weiß es nicht. Egal, irgendjemand, also irgendwie ist auf mysteriöse Weise der Totengräber der Stadt zu Tode gekommen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sachdienliche Hinweise bitte an den alten Mann, der hier steht. An den Engländer. Nee, Eglander. Eglander? Greetings. Oh, wie schön es ist, dass ihr, der Inbegriff der Jugend, ein wenig Abwechslung in den monotonen Alltag eines alten Elfen bringt, der seine Zeit auf einer Holzbank vertrödelt. Bitte lasst mich ganz offen zu euch sein. Oh, Rosenknospe, oh, Blatt im Frühling, denn mein müder Geist wird von etwas geplagt und würde euch euren sanftmütigen Beistand hoch anrechnen. Eure gütige Fürsorge. Erzählt mir doch mehr über euch. Ich bin nur ein alter Elf, an dem schon viele, viele Jahre vorbeigezogen sind. Mit Freuden werde ich euch mehr erzählen, euch mit meiner Geschichte unterhalten, junges Wesen. Aber nicht hier, wo der Wind meine Worte rauben könnte. Was die Unterstützung anbelangt, um die ihr mich gebeten hattet. Ihr würdet euch meine Sorgen anhören, mir dabei helfen, wieder bessere Tage zu sehen? Ihr seid wahrlich ein Wunder, o knospende Blume der Morgenröte. Was ich euch erzählen würde, wäre jedoch eher von privater Natur. Und dies ist kein guter Ort dafür. Es ist zu kalt und wir sind prüfenden, neugierigen Blicken ausgesetzt. Auf der ersten Etage des Gasthauses zur Königskrabbe warten würziger Wein und ein gemütliches kleines Zimmer auf uns. Lasst uns dorthin aufbrechen, damit wir uns die Knochen aufwärmen und unsere Herzen mit einer Geschichte von Verlust und Trauer frösteln lassen können. Bye! Bye! Das heißt, du wartest da im Gasthaus auf mich, so wie das verstanden, ja? Finde ich in Ordnung, ist recht knorke, das machen wir so.
Hier ist der Friedhof. Ich sehe sehr wohl das Symbol, aber ich glaube, es ist nicht die beste Idee, hier auf dem Friedhof anzufangen, die Gräber auszubuddeln. Aber die Fliegenpilze nehme ich gerne mit. Steht da was drauf? Here lies Gregory, whose wife told him so. Here lies Judith, warrior princess. Oh, die Kriegerprinzessin, super. Here lies Neil, killed in the line of duty. I want to go home. Oh, er möchte nach Hause. Naja, ob das jetzt sein Zuhause ist, weiß ich natürlich nicht, aber zumindest liegt er hier.